Fragen stellen. Sichtbare Gesundheit für heute und morgen. All die Sinn ist der Klassiker. Wie, das gleiche Prozedere wie letztes Jahr? Dieses Jahr gibt es was. Wayfair.de hat genau die Möbel und Accessoires, die du suchst. Das Schöne beim Shoppen auf Wayfair? Alle Bestellungen ab 30 Euro liefern dir kostenlos zu dir nach Hause. Nicht nur zu groß oder zu schwer. Jetzt fertig der Sofa? Keine Extrakosten. Auch langes Warten kannst du dir sparen. Tausende unserer Produkte sind schon in 2 Tagen bei dir. Möbel, Deko und mehr. Shoppe alles für dein Zuhause. Jetzt auf Wayfair.de. Schutzelement zwischen den Klingen gegen Hautirritationen bei der Rasur. Für einen entspannten Start in den Tag das Beste im Wachstum. Und das hier.
mal jetzt wieder, dass auch uns im Zusammenhalt ist. Da ruft man in der Schule an, beim Rektor oder so, und sagt, könnte sie bitte, und, und.
Aber wir hatten das vor 20 Jahren gemacht. Das lenkt dich nur vom Schulunterricht ab. Aber warte, damit ich verstehe, warum dürfen wir die Lehrer nutzen? Unterricht schreiben, telefonieren und die dürfen es nicht. Die Lehrer sind die Lehrer. Das ist doch scheißegal. Das heißt also, wenn du arbeiten gehst, irgendwann beim Benz, dann hat der Chef vom Benz genau dasselbe Recht wie du im Betrieb. Ja, dann hat du gut in der Ebene. Also brauchst du auch daheim auf der Mutter nicht hören. Scheiß drauf, was die alle sagen. Warum? Ja, warum? Also jetzt guckst du um mich beantworten. Wisst ihr? Nee, ich sag mal so, aber guck mal, wir müssen uns ja auch nicht von den Lehrern anschreien lassen oder den Lehrern. Ja, es kommt doch vor, warum? Ohne Grund schreien sie nicht. Kann ich irgendwie nachvollziehen, aber du brauchst mit deiner Gleichberechtigung ein bisschen. Du mit deinem scheiß Gleichberechtigung. Es gibt keine Gleichberechtigung. In dieser Hinsicht, du hast in der Firma keine Gleichberechtigung mit deinem Chef, du hast in der Schule keine Gleichberechtigung mit deinem Lehrer. Aber ich muss ihm zuhören, oder was? Ja, du musst ihm zuhören. Musst so bedenken. In der Firma wirst du bezahlt dafür, dass du das machst. In der Schule wirst du mit Wissen bezahlt. Ich hab auch noch keine Recht. Ja, aber nicht. Du hast vollkommen recht, das gebe ich dir. Aber ich setze mich noch ein, einfach so durch. Ich bin ehrlich, glaube ich, am allerersten, Probleme mit der Schule sind ein Privileg der Jugend. Aber auch die älteren Benz-Behandler haben mal die Schulbank gedrückt. Fast alle haben einen Abschluss gemacht. Und so mancher hat im Anschluss einen Beruf erlernt. Ich habe einen Arbeiter gehabt. Ich habe die Hauptschule abgeschlossen. Nur für habe ich die Hauptschule. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Mit 2,4 abgeschlossen. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich habe Hauptabschluss. Ich habe einen Werkrealschulabschluss gemacht mit einem Durchschnitt von 2,7. Ich habe den Förderschulabschluss gemacht. Wenn ich mit der Schule fertig bin, habe ich noch einen Hauptschulabschluss. Ich habe Hauptschulabschluss, Ich habe es besessen damit angefangen, habe aber aufhören müssen wegen den Chemikalien. Die habe ich nicht verstanden. Mit dem Beruf? Es war Hauswirtschaft. Wenn ich am Hauptschulabschluss gemacht habe, danach meine Ausbildung als Köchin gemacht und sie gesagt dann auch, dass die Bedarfe Reise angeschlossen ist. Durch die bestandene Ausbildung. Ich habe keinen Beruf gelernt, keine Ausbildung gemacht. Ich habe versucht, meinen Hauptschulabschluss zu machen. Ich habe eine Ausbildung angefangen, 2 Jahre Altenpflege. Ja. Dann wurde ich schwanger und dann habe ich abgeschlossen. Zwei Wochen habe ich gelernt und keine Ausbildung. Nur Kaufmann und Lehrer. Als Zootechniker habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Aber bei der Pflege 2. Abschluss und Beruf? Ja. Ich habe keinen Schulabschluss, ich habe als Beruf erlernt. Und alles. In kleinen Häuschen inmitten der Baracken herrscht Ebbe in der Haushaltskasse. Dagmar wartet sehnsüchtig auf den nächsten Zahltag. In 2, 4, 6, 7 Jahren. Ach, das ist ziemlich egal. Aber doch, Mann, wenn man da nicht mehr richtig ist. Dann ist man nicht um 31 nach so. Dagmars neuer Kühlschrank ist dementsprechend nur überschaubar gefüllt. Die Schmerze trinken, die letzte Milch. Das ist hier so Salatcreme. Ich habe schon jemanden gekriegt. Da habe ich mal einen Salat holen. Kanäle habe ich noch. Ein bisschen Wurst habe ich auch noch. Ah, gut, ich verhungere nicht. Brauche ich noch was zu trinken ohne diese Milch. Ich habe Nudeln massenweise. Mache ich mir eine Soße dazu. Ich brauche das nicht auf Brot und Wurst. Fertig. Gestern habe ich schon eine Supermarke gekriegt von jemandem. Was dreimal, ich habe 3 Stück drin. Diese 3-mal Tomatensuppe in der Tasse. Reicht auch ein Brot dazu. Fertig ist es. Ich muss nirgendwo was klauen, ich muss nirgendwo was ins Pfandhaus bringen. Ich habe noch zu essen. Gut, ich muss sagen, mir fehlt die Milch. Dann habe ich auch keine Milch beim Kaffee, aber das ist auch nicht weiter schlimm.
in meinem neuen Leben kaufe ich mir eine Kuh. Aber ich muss schon lesen, aber was ich mache, mache auf jeden Fall, wenn das hier mal alles fertig ist. Und mein Hof ist wieder sauer, aber ich werde gackern. Und dann hole ich mir ein paar Hühner. Ist mir scheißegal, ob die hier rumgackern oder nicht. Also ich jeden Tag mein Ei. Das ist so viel Küchenabfälle. Das Restchen läuft jetzt schon über den Hühner. Und wenn es alt sind, dann ist die Schlacht ein paar Spiele auf den Kaffee dran. Ich weiß, wie es geht. Das darf sie auf den Buch haben. Chantals Vater Uwe hat ein Auto und hilft ihr dabei. Ich guck, dass ich mal deine Kehldruck mit der Kuh mal papieren. Und noch ein bisschen mich. Noch hat Christa keine neue Wohnung gefunden. Ja, in 3 Wochen muss ich alles geben, wenn ich nicht so geht. Du kannst absterben, wie in die Armut neu. Von jedem Augenblick, egal wo die geht, kannst du absterben, wie in die Armut neu. Ich kenne nicht so gut dahin. Ich bin immer noch gut dahin. Ich bin gut auf den Fall. Christa hat Angst vor der drohenden Obdachlosigkeit. Diese Truhe soll mit nach Mannheim, weil die Stadt hier hat. Auf die Schnelle packt Christa ein paar Sachen ein. Pass auf, Otis
Zur gleichen Zeit in den Benz-Baracken. Hier bauen Christas Tochter Petra und Schwiegersohn Benjamin Markus ein neues Boxspringbett auf. Ich habe Platz.
25. Januar gratis. Doppelte Geschwindigkeit für alle LTE Allnetflats. Natürlich mit Top-Empfangsqualität im D-Netz. Nur auf klarmobil.de. Dieses Angebot ist für Spieler in Schleswig-Holstein. Willkommen in der wunderbaren Casino-Welt von Poderino. Von Poderino.de hast du die beliebtesten Casino-Spiele immer dabei. Bei Poderino knallt der ganze Dezember. Jeden Tag ein Feuerwerk an Gewinnen bis Silvester. Im Wert von bis zu 100.000 Euro. Jetzt anmelden und mitmachen. Nur bei Poderino. Wie all diese Wissen.
20% aller produzierten Lebensmittel wandern direkt in die Mülltonne. Ein ziemlicher Irrsinn bei so vielen Menschen, die kaum etwas zu essen haben. Katrin und Marina haben bei der Tafel Schnäppchen gemacht. Thank you.
wie schwer es ist, die Zwillinge anzumelden. Aufgeschrieben.
versuchen, das sehr tief anzustellen.
jetzt eigentlich ihre Hausaufgaben machen. Schließlich geht es um ihre schulische Zukunft. Thank you.
Ja.